Wir wissen, dass die Menschen zu schwer werden, dass Bewegungsmangel ein großes Thema ist. Mehr als 33.000 Menschen sterben jährlich in Österreich in den Folgen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fast 20.000 Menschen an Krebserkrankungen. Weil ich ein sogenanntes Joghurt konsumiere, heißt das noch lange nicht, dass ich das, was ich in der Werbung sehe, dass das funktioniert. Schaut sehr blöd. Wir bekommen immer mehr Nahrungsmittel zu uns, wir können sie uns leisten, aber wir können mit diesem Überangebot auch nicht umgehen. Wir wissen, dass wir alle älter werden, das ist gut so. Wir wissen, dass dadurch neue Krankheitsbilder entstehen. Entweder jährliche Mehrkosten von 1,6 Milliarden ab 2030, mehr Herz-Kranz-Gefäß und Krebstote oder Gesundheitsprävention bei Jugendlichen heute. Vorbeugung wird immer wichtiger. Unter dem Motto Prävention, weil's wirkt, lädt das medizinische Trainingszentrum Medifit gemeinsam mit der Stadt Wels zum ersten Präventionstalk im Welser Stadttheater Greif. Am Programm stehen hochkarätige Expertenvorträge und eine Talkrunde mit Gästen aus den Bereichen Sport, Medizin, Ernährungswissenschaft und Politik. Gesundheitspolitik soll die Menschen erreichen. Wir wollen umsetzen, dass Gesundheit für alle möglich ist. Und Gesundheit für alle möglich zu machen, ist gar nicht so einfach. Dabei geht es nicht nur um den Einzelnen, sondern auch um eine gesamtgesellschaftliche Perspektive. Wir müssen jetzt auf die Gesundheit achten, Prävention betreiben, damit wir uns auch das Gesundheitssystem langfristig auch leisten können. Die wohl wichtigste Grundlage zur Gesundheitsprävention ist das Wissen um die richtige Ernährung, Bewegung und den Umgang mit der eigenen Psyche. Kardiologe Dr. Bernd Eber appelliert, Risikofaktoren erst einmal zu kennen und das Krankheitsrisiko dann durch richtiges Verhalten zu minimieren. Und da ist an erster Stelle zu nennen die Fettstoffwechselstörung, also dieses erhöhte böse Cholesterin. An zweiter Stelle das Zigarettenrauchen. An dritter Stelle die Zuckerkrankheit. An vierter Stelle der Bluthochdruck. An fünfter Stelle das Übergewicht, bauchbetonte Übergewicht. An sechster Stelle Stress und auch die Depressivität. Und dann gibt es Faktoren, die man auch umgekehrt nennen müsste. Wenig Obst und Gemüse oder gar kein Obst und Gemüse, selten Ausdauerbewegung und kein oder zu viel Alkohol. Ob Bewegung oder Ernährung, schlussendlich ist alles eine Dosissache. Als erstes Bewegung mit Spaß, nicht mit Leistungsdruck, einmal am Tag. Ernährung nur dreimal am Tag, nicht? Quantität schauen, auf die Qualität schauen, Kalorien, Fett und Salz, alles eine große Geschichte. Ungefähr die Hälfte der Gesundheitsprävention hängt vom Lebensstil und der Ernährung ab. Christian Putscher, bekannt aus Film und Fernsehen und der Ernährungscoach schlechthin, verrät, was eigentlich jeder weiß, aber im Stress verlernt. Sie können schmecken, was gut und gesund ist für Sie. Das können Sie. Die richtige Ernährung gibt es nicht, denn sie ist genauso individuell wie wir alle. Und darum sollten Sie verstehen, ja, Sie sind der einzige Kompetente in Ihrem Leben, der Ihren Körper versteht. Und wenn Sie nicht verstehen, wie Ihr Körper tickt, dann können Sie nicht artgerecht handeln. Deshalb die Devise, nicht verbieten, sondern bewusst essen. Zum Beispiel, wenn ich süß gern esse und sage, okay, dann ist es eine Stärke und dann schaue ich, dass ich die Qualität vom Süß mit mehr Vollkorn zum Beispiel, vielleicht ein bisschen weniger Zucker, dass ich das verbessere. Und wenn ich das schaffe, dann ist Ernährung durchaus Gesundheitsprävention. Und eigentlich der wichtigste Tipp wäre, dass man speziell nach Stress, speziell nach dem Training was isst. Es gilt also, sich Wissen anzueignen und auf den eigenen Körper zu hören. Diese Schwabbelige, kennst du das? Wenn du das zum Beispiel 5-6 Monate alten Kindern einfach in den Mund gibst, wie sagt man, das ist so ein Würgereflex. Ja, deine Kraft. Wenn man hingegen das Fett, in der Wurst, wie viel extra, ihre Zunge, ihre Nase und ihre Augen können das nicht mehr erkennen. Oder anders auf Deutsch formuliert, was kann das Schwein dafür, dass es der Mensch verliert? Je einfacher die Lebensmittel,
desto effektiver. Das heißt, ein Apfel ist halt 1000-mal besser wie der Apfelsaft. Ein Vollkornbrot ist natürlich x-mal besser als Weißbrot. Und ein ganz normaler Erdäpfel, ein ganz normales Fleisch oder gute Eier sind natürlich viel besser als wie die daraus hergestellten Lebensmittel, wie zum Beispiel Wurst. Bei der Bewegung allerdings sieht die Sache anders aus. Denn wir alle wissen, wie es gehen würde. Aber tun wir es auch? Deshalb braucht es medizinische Trainingsprogramme und Experten, die das Richtige für einen machen. Ja, wir haben natürlich Diätberatungen, wir haben im kardiologischen Bereich, kardiovital, also wo man einfach für Herz-Kreislauf-Themen natürlich was machen kann. Wir haben natürlich auch das Medifit vor 5 Jahren gegründet und wir unterscheiden uns sehr deutlich. Es gibt eben eine medizinische Untersuchung vorher, es gibt ärztliche Begleitung, wir haben sehr kompetente Trainer. Robert Steinbauer nennt sie den Stein der Weisen. Die Gesundheitsformel schlechthin. Sie ist kein Geheimnis und doch fällt es uns so schwer. 30 Minuten Bewegung jeden Tag. Doch wer ist dafür verantwortlich, dass wir es nicht tun? Genau, der innere Schweinehund. 10.000 Mal gefüttert und alles, was wir so oft machen, können wir gut. Wer aber wüsste besser, dieses böse Tier zu überwinden, als Ultralangstreckenläufer Robert Steinbauer? Er erklärt sein Motivationskonzept in der Metapher der 10.000 Schritte. Ganz wichtig ist, dass man weiß, wofür man sich motivieren möchte. Das heißt, ich brauche ein Ziel und die Motivation hilft mir dabei, dieses Ziel zu erreichen. Sehr oft kennt man dieses Ziel nicht oder schiebt Pseudoziele vor. Wenn es ums Abnehmen geht, stellt man sich sehr oft die Frage nicht, warum möchte ich jetzt abnehmen? Möchte ich auf einen Berg steigen können, damit ich ohne Schnaufen oben ankomme? Und wenn es dann gelungen ist, dieses Ziel zu visualisieren, dann kann man sich auf den Weg zur Umsetzung dieses Zieles machen. Und da bedarf es halt in der Regel, symbolisch gesagt, 10.000 Schritte, heißt einen relativ langen Weg dorthin, der mühsam sein kann und wo halt dieser berühmte innere Schweinehund immer wieder versucht, einen davon abzuhalten. Schritt 1, die 24-Stunden-Regel. Treffen Sie eine Entscheidung, ob Sie von der Ameise zum Adler werden wollen. Aber diese Entscheidung müssen Sie jetzt treffen. Wichtiger Tipp, jede Situation im Leben als Trainingsbeispiel sehen. Gehen Sie in den nächsten 24 Stunden, 30 Minuten, laufen, Radfahren, schwimmen, walken, was auch immer. Und ich glaube, ganz wichtig ist das, dass man diese 10.000 Schritte nicht in einen machen muss, sondern dass man durchaus auch Rückschritte erlauben kann, zulassen kann, diesen Schweinehund einfach einmal nachzugeben kann. Durch dieses Überwinden des Problems, übersetzt durch dieses Parolebinden des inneren Schweinehunds, werde ich in Summe stärker. Und wann setzen Sie den ersten Schritt? Die Präventionstalk-Teilnehmer scheinen jedenfalls animiert. Ich selber habe mir mitgenommen, dass ich jetzt nachdenke, ob ich nicht so regelmäßig zum Laufen anfange. Also ich habe es sehr informativ gefunden, die verschiedensten Sichtweisen zu sehen. Ich finde es total wichtig, dass sowas öfters veranstaltet wird, denn es ist von jedem an und für sich die Verantwortung über seinen eigenen Körper zu übernehmen, ein absolutes Muss. Das verlangt nach Fortsetzungen. Ich finde das ein ganz ein wichtiges Thema und man sieht auch, dass die Wertschätzung hier von der Politik, also der Bundesminister war hier in Wales und das zeigt natürlich, dass hier wirklich gute Arbeit geleistet wurde. Es war eine total interessante Veranstaltung, einfach auch die unterschiedlichen Aspekte zum Thema Gesundheit, zum Thema Prävention. Und ich glaube, wer einfach wirklich den Schritt einmal macht und so den Schritt ins gesunde Leben, der wird es auch nicht bereuen, im Gegenteil. Wenn auch Sie jetzt den Weg zu einem besseren Lebensgefühl gehen wollen, dann haben Sie beim zweiten Präventionstalk die Möglichkeit, einen nächsten Schritt in Richtung Ziel zu setzen. Ich hoffe, wir haben jetzt einen Ball, damit wir ins Rollen gebracht und hoffen, dass es im nächsten Jahr weitergeht und da wieder weiter einhaken können. Ganz nach dem Motto Prävention, weil's wirkt. Oder wie Edison schon sagte, der Doktor der Zukunft wird keine Medizin geben, sondern seine Patienten für die richtige Ernährung, Vorsorge, Ursachenreduzierung und Vorbeugung vor Krankheit interessieren.